ein bisschen veräppelt, dass der schon wieder Frühstück macht und Kaffee. Was? Ja. Zwei Wochen lang hat der nur so geatmet. Plötzlich ist er on. Oh, Uwe, das wäre doch nicht nötig gewesen, Mensch. Verstehe ich, weil viele gesagt haben, intrigier dich, komm in die Gruppe rein. Milch haben wir hier auch, wie du möchtest. 14 Tage war da. Ja. Nix. Der hat nie mitgeholfen. Nie. Aber jetzt kocht er, redet er, lacht er und nominiert mich, nicht zu vergessen. Und er geht hier so durch. Das ist doch scheiße. Ich find's nicht gut. Sorry. Aber ich frage mich jetzt echt, der wird jetzt die ganze Zeit nominiert, oder? Also, von mir, ja. Ne, ich bleib dabei, der ist der größte Konkurrent. Also machen wir uns nichts vor. Ich glaube schon, dass es ihm unheimlich viel Kraft gibt, zu wissen, er ist dreimal nominiert worden und dreimal ist er weitergekommen. Ja, sie ist sehr auf Uwe eingeschossen, die will den unbedingt, glaube ich, hier raus haben. Weißt du denn schon, in welche Richtung du gehst heute? Mhm, klar. Bleibst du? Ja, der ist safe. Wäre ich total verblödet. Ich weiß ja, der nimmt mich immer. Das ist halt ein Duell hier. Er gegen mich. Das geht jetzt hier wie Tischtennis. Ich werde ihn auch nominieren. Safe. Aber ich denke, er kommt auch gut an. Also, ja. Das kann ja sein, aber was habe ich ihm getan, dass er mich immer nominiert? Ja, ich weiß. Entweder nominierst du jemanden, weil du ihn nicht magst, oder du siehst ihn als Konkurrent. Mhm. Natürlich, guck mal, der hat auch gestern gedacht, als Gitter rausgegangen ist. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, ich verstehe. Uwe ist mein Atze so, mein Homie, mein Bro. Und Uwe hat einfach in gewisser Art und Weise manchmal nicht diese Sozialkompetenz oder in gewissen Sachen nicht dieses Feingefühl. Deswegen, ich stehe auch weiter zu Uwe und ich werde Uwe auch die nächsten Male nicht nominieren. Ganz, ganz klar. Da lasse ich mir nicht von anderen Leuten reinreden. Pech, ich nominiere ihn wieder. Solange bis einer von uns beiden geht. So, Punkt.